Guten Morgen. Ich weiß, ich sehe schlimm aus, noch ziemlich verbeult. Aber nicht so schlimm wie mein Zelt hier. Das hat vielleicht gegossen heute Nacht. Auf Frühstück werde ich heute verzichten, glaube ich. 12 Uhr soll es wieder anfangen zu regnen. Und ich werde mir eine Bäckerei suchen. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. So, jetzt das Zelt. Da ist jetzt das nasse Zelt drin mit der Bodenplane und in der Plastiktüte wird der Rest, der da drin ist, zumindest nicht nass. Wie ich das unterwegs mache, wie ich das trockne, keine Ahnung, was ich mir was einfallen lassen. Noch ist es trocken, aber sehr schwül und ab 12 soll Regen kommen. Und dann muss ich mir überlegen, was ich mache. Ich fahre heute nach Murnau an den Campingplatz Staffelsee und eventuell werde ich mir dort eine Pension suchen. Ich überlege mir das noch. Ich mache das halt abhängig. Und jetzt sehe ich gerade, ich fahre ja in die verkehrte Richtung. Also wieder umdrehen. Tschüssikowski. Links der Bannwaldsee. Bin zu weit gefahren. Gut, dass ich zu weit gefahren bin. Jetzt hätte ich das Schild nämlich nicht gesehen. Bäckerei, Konditorei. Hin will. Wo ist die? Jetzt fahre ich hier nochmal rein. Also das soll ja wohl hier irgendwo sein. Obwohl, das sieht mir hier mehr nach Industriegebiet aus. Bäckerei, da hinten. Geil, da kann ich mich schon hinsetzen. Ziemlich versteckt hier hinten diese Bäckerei. Milch gibt es jetzt einen Tee, Früchtetee und ein Käsebrötchen erstmal. Ich bin jetzt schon knapp 11 Kilometer gefahren. Aber von nennenswerten Steigungen noch keine Spur. Da kommt der Mist raus, den die da produzieren. Übersät mit Fliegen. Oh je. Ich habe mir überlegt, bei der nächsten Gelegenheit werde ich mal anhalten. Hier oben ist so eine leichte Brise. Dann werde ich mal das Zelt rausholen und die Bodenplane, damit das ein bisschen trocknen kann. Ja, da kommt jetzt schon eine Bank. Die Fliegen sonnen sich auch. Die Aktion und die 20 Minuten Pause, die haben sich echt gelohnt. Die Sachen knochentrocken, kann ich jetzt so wieder einrollen. Dank des Windes, der leichten Brise, die hier oben weht,
und der Sonne, die jetzt immer mehr weggeht. Gut, ich werde wohl heute Abend das Zelt dann im Regen aufbauen müssen, aber immerhin ist es dann nicht klitschnass. Wenn es heute Nacht dann regnet, dann ist es so. Unterkünfte, habe ich geguckt, sind ja ausgebucht und wenn, viel zu teuer, 300 Euro gebe ich mit Sicherheit nicht aus für so ein Hotel oder Pension. Nee, nee, das machen wir nicht. Da wird heute Abend schön gezeltet. Schaffe ich wohl. Schotter ist nicht schön. Da werde ich jetzt mal die Kamera aus der Hand legen. Der Tag ist für mich schon mal gerettet. Ich habe mein Zelt trocken reingerollt bekommen. Die Bodenplane ist trocken. Heute Abend im Regen aufbauen, das macht mir nichts. Aber wenn das alles klitschnass ist, das ist wirklich nicht schön. Das werde ich jetzt zukünftig immer so handhaben. Also wenn am Folgetag mal ein bisschen Sonne ist, einfach anhalten. Das dauert keine 20 Minuten, dann ist das trocken. Habt ihr ja gesehen. Und das ist wirklich trocken. Ja, sehr schön. Jetzt haut mich nichts mehr um heute. Freu dich nicht zu früh, Lucy. Meine schlimmste Befürchtung. Jetzt kann es meinetwegen regnen. Ist mir dann auch wurscht. So. Ich liebe ja schöne Kirchengebäude. Kommt das nächste Schmuckstück. Gerade hier in Bayern hat es wirklich wunderschöne Kirchen. Da an der Seite ist sogar eine Sonnenuhr angebracht. Die Kirche scheint irgend so ein Besuchermagnet zu sein. Und Südwest, kommt's Wetter. Bis es hier ist, wird es wohl noch 2 Stunden dauern. Dann habe ich vielleicht nur noch 10 oder vielleicht nur 5 Kilometer zu fahren. Drückt mir mal die Daumen. Wie heißen die Blätter denn noch? Ach, ich komme nicht drauf. Irgendwas mit Wurz. Sieht aus wie Rhabarber. Ist aber wohl keiner. Bei diesem Glockengebimmel fällt mir jetzt irgendwie gerade diese Kinderserie Heidi ein. Weiß nicht, wie ich da jetzt wieder aufkomme. Und jetzt die Preisfrage. Wie hießen die beiden Ziegen vom Geißenpeter? Hm? Oh, hier muss ich hoch. So lange habt ihr jetzt mal Bedenkzeit. Ich glaube, das ist die steilste Rampe bis jetzt. Und kein Ende in Sicht. Berli und Schwänli hießen sie übrigens. Hättet ihr es gewusst? Mit Abdampf. Vorne kommt ein LKW. Müsste ich mich eigentlich dranhängen jetzt. Gummi, Lucy, Gummi. Weg ist er. Da hinten wird schwarz. Ja, Schwein gehabt. Die zieht gerade voll das Wetter und Wetter durch. Ich eben auf dem Rad, dann fing es an zu regnen, dann zu donnern und habe die Beine in die Hand genommen, das kann ich dir mal sagen. Jetzt stehe ich hier in so einer Maschinenhalle bei irgendeinem Bauern. Boah, scheiße, das blitzt. Was soll ich machen? Ich habe hier nichts anderes zum Unterstellen. Naja, wird schon. Das wollte ich gerade filmen, die SD-Karte voll von der GoPro. Ich bin jetzt mit dem Handy. Och Leute, macht das, was vorbeigeht hier. 100% sicher bin ich hier natürlich auch nicht. Mann, hab ich Schiss, ey. Oh. Oh. Hilfe. Oh. Rennt hier auch noch eine Sau ran. Mann, weg mit dir.
Immer kommt hier eine Sau angelaufen, wühlt hier alles auf. Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Dann dazu noch das Gewitter. Im strömenden Regen kam dann die ganze Familie an. Bauer, Frau und Kinder. Haben sie eine Sau gesehen? Ja, die war hier gerade. Und hat mich fast zu Tode erschreckt. Erstmal großes Gelächter. Wo ist sie hin? Ja, da irgendwo abgehauen in die Richtung, keine Ahnung. Hat hier alles umgewühlt. Sind sie abgeschoben, jetzt suchen sie da hinten irgendwo. Toi, toi, toi. Die Straße dampft nach dem Regen, der hier gerade durchgegangen ist. Ich habe mir jetzt noch ein langärmeliges drunter gezogen. Hat sich gewaltig abgekühlt. Viel Wald auf dieser Etappe. Also nicht zu vergleichen mit der von gestern. Und die Luft hier ist so klar. Ammergau 12. Komme ich da überhaupt durch? So, wir sind auch schon im Naturpark Ammergauer Alpen. Erinnert so ein bisschen an Berchtesgaden hier. An den Nationalpark Berchtesgaden natürlich. Naja, ich werde es ja in ein paar Tagen bald erleben, wenn ich am Königssee bin. Ja, das wird wieder richtig schön. Ist auch noch bewölkt. Aber die Sonne kämpft sich langsam durch. Radfahrer von morgen. So, da ich gut in der Zeit bin, habe ich hier auf der Strecke das bayerische Paradies entdeckt. Und bis zum Ziel noch ungefähr 15 Kilometer oder so. Ja, und hier gibt es auch schon warme Küche und ich habe mir mal das hier ausgesucht, das vegetarische Gericht, die mediterrane Gemüsekiech. Der Abend wird wahrscheinlich genauso laufen wie gestern. Also ich das Zelt aufgebaut habe, dann wird der Regen kommen. Von daher verzichte ich nur auf Kochen am Zelt, wobei ich das gerne machen würde. Aber die Gelegenheit hier kann ich nicht ausschlagen, weil so viele Gaststätten und Gasthöfe gibt es nicht auf der Strecke. Von daher habe ich gleich mal zugeschlagen hier. Ja, die Scheune vorhin, die kamen just im rechten Moment, als der Regen einsetzte. Ich bin vorher bei so einer anderen Scheune da gewesen, die war ein paar Meter, 100 Meter weiter davor. Aber da kriegte ich das Tor nicht aufgeschoben und der Dachüberstand, der war so gering, dass ich dort auch beim Regen keinen Schutz gehabt hätte. Folglich bin ich weitergefahren, da war der Regen noch nicht so schlimm. Ja, und dann kam die Sintflut und die Sau. Oh, rennt hier auch noch eine Sau rum. Oh, was es alles gibt. War lustig, war schon. Murnau ist schon mal ausgeschildert. Ja, die Kiech war super lecker, die ich eben hatte. Dazu eine schöne Hopfenbrause. Ja! So, ist hier ein Radweg. Nehmen wir den. Scheiße, da kommt ein Auto. Hoho. Ja, der Staffelsee, da hinten ist er. Jetzt geht er schon wieder los. Könnte eine Punktlandung werden. Staffelsee. Richtig Lucy. Campingplatz. Möchte wohl da sein. Auf jeden Fall scheint das hier nicht so voll zu sein wie gestern. Beziehungsweise heute Morgen. Das wäre schön.
Oh, das ist ein Tropfen auf der Linse. Riecht nach Pommes. Oh, jetzt reicht es aber langsam mit Gewitter hier. Schon einmal die Hosen voll gehabt heute. Jetzt rein hier, Burgweg. Meister zieht weg. Oder vorbei. So, hier ist aber Gaststätte zum Burgstühlberg. Anmeldung. Gut. So, da werden wir reingehen. 56,6. Doch ein bisschen mehr als geplant. Kommt aber durch meine Verfahrerei. Doch wegen der Platz ist noch voller als der gestern. Und das ist echt eine Herausforderung, hier was Geeignetes zu finden. Ich denke, hier bleibe ich. Gut, immerhin ist da ein Bänkle. Könnte ich mich morgen früh noch hinsetzen, meinen Tee machen, wenn ich dazu Lust habe. Aber jetzt brauche ich erstmal flugs das Zelt auf. So, die vermutlich letzte Szene im Film. Es ist jetzt gleich 7:30. Das Zelt trocken hochgekriegt. Der Platz hier auch sehr schräg, vor allem stehe hier total schief, also mit Gefälle hier zum Ausgang. Aber wenn es jetzt noch mehr regnet, was jetzt der Fall ja auch ist, dann wirft mir das Wasser zumindest nicht hier rein. Also das Zelt ist auf jeden Fall dicht. Gut. Ich werde jetzt noch mal die Dusche hier aufsuchen und dann werde ich mich hier ins Zelt verkriechen und mal gar nichts mehr machen. Bisschen noch im Internet surfen und dann penne ich. 59 Kilometer heute. So anstrengend war es nicht. Aber unterwegs diese 1-2 Unwetter, vor allem das erste, wo ich mich dann dieser Scheune untergestellt habe. Und dann diese wilde Sau da noch ankam. Das muss ich erstmal alles verdauen. Umso schöner war das noch im bayerischen Paradies mit dem Essen, dass ich dort noch den zweiten Schauer und das zweite Gewitter habe aussitzen können. Ja, wie gesagt, jetzt regnet es zwar, aber kein Gewitter. Über mir die Birke gibt mir ein bisschen Regenschutz. Draußen filmen, keine Chance, hier rennen überall Leute rum. Ich zeige euch jetzt noch mein Wohnzimmer, dann sage ich gute Nacht. Freut euch auf morgen. Morgen Abend gibt es Komfort für mich, denn morgen Abend fahre ich nach Lengries. Dort steht Karen mit unserem Van. Und morgen ist schönes Wetter und morgen unterwegs kann ich mein Zelt trocknen, hoffentlich, so wie heute. Das hat hervorragend geklappt. Das heißt, morgen Abend sehe ich Karen wieder und dann darf ich eine Nacht im molligen Bett in unserem Van schlafen, bevor es dann weitergeht. Ich sage jetzt gute Nacht. So sieht's aus bei Lucy. Recht unordentlich, aber sehr effizient und kurze Wege. So, schlaf gut. Bis morgen.